In Erkner geht die Spendenaktion für ukrainische Kriegsflüchtlinge in die vierte Runde. Am Wochenende, Sonnabend und Sonntag, jeweils von 13 bis 16 Uhr, können im Rathaus wieder Sachspenden abgegeben werden. Es wird vor allem gesammelt für Leute, die auf der Flucht sind innerhalb der Ukraine, aber eben auch für welche, die ganz schnell Nachtlager brauchen oder verwundet sind. Deswegen nehmen wir natürlich auch Verbandsmaterial an. Also wer noch einen alten Sanikasten im Auto hat und alles ist noch verpackt, er kann abgelaufen sein, immer her damit. Die in Erkner gesammelten Spenden werden in Lobetal auf ukrainische Lkw verladen. Von dort aus werden sie direkt in die Ukraine nach Lemberg gebracht. Die Kisten stehen schon bereit und warten auf Füllung.